Freunde, und willkommen zurück bei Let's Play Madden 15 mit eurem Left End bei den Redskins, André Riddick. Und ja, wer die letzten Folgen gesehen hat, hat mitbekommen, wir haben die Preseason in der zweiten Saison erfolgreich absolviert. Das war eher unspannend. Aber die Leute, die zugesehen haben, haben auch mitbekommen, wer der Gegner am ersten Spieltag in der neuen Saison ist, denn es sind die 49ers, die wir hier zu Hause empfangen werden. Und ich denke, wir starten mal direkt das Spiel, denn es wird schon schwer genug werden. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich so halb. Ist ein Brocken am Anfang. Definitiv 95er Overall. Brauchen wir ja gar nicht großartig jetzt hier drüber diskutieren oder keine Ahnung. Aber ja, die haben wir ja. Das hatte ich ja auch gar nicht erwähnt. In der Saison zuvor, wisst ihr ja, haben wir gegen die verloren. Aber wisst ihr auch noch, wie es in den Playoffs ausging? Aha. Da haben wir nämlich in San Francisco die 49ers aus den Playoffs geworfen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie diesbezüglich, ja, leicht angepisst sind und auf Revanche drängen. Und die wollen wir ihnen jetzt mal zumindest so schwer wie möglich machen, wenn nicht sogar total versauen. Also, Kaepernick. Guter QB, habe ich schon mal gesagt. Guter QB. Wir werden receiven. Da sehen wir es. Lee wird kicken. Und ja, das bedeutet, wir können uns ansehen, was die Offense so treiben wird. Das ist nicht schlecht hier, ne? 28 Yards Kickoff Return. Dann haben wir einen Sack für 5 Yards Verlust. Und 2 Yards Rush. Und ja, das war's dann auch schon wieder. Es wird gepunted und ja, da kam die Offense nicht wirklich weit. Eigentlich gingen sie sogar noch nach hinten. Nachdem die Special Teams hier eigentlich eine gute Startposition gebracht haben. Dementsprechend starten wir hier natürlich auch ziemlich weit vorne. Alles gut, alles gut. Ach, ist der Hype, nicht der Gore wieder. Naja. Vielleicht spielt er ja nur Playoffs oder so. Uns soll's egal sein. Wir wollen hier den QB mit der 7. Kaepernick. Na, es war klar, dass das ein Screen wird. Oh, da hat er einen dicken Blocker. Habt ihr den Tackle gesehen? Von der 75. Tief in die Beine und boah, starkes Ding. Das waren dann noch mal ein paar Yards, die Heiz da machen konnte. Und ja, die nimmt er dann dank den Kopf. 75, das ist der, der vor uns steht hier. Das ist Riesenvieh. Ja, komm, lass mal gut sein, mein Freund. Aber André Riddick ist ja jetzt hier auch kein Waisenknabe mehr, ne? Er hat jetzt ein Jahr NFL-Erfahrung und hat den MVP-Titel und den wertvollsten Spieler im Super Bowl und ah, da blockt er mich nochmal weg hier, der kleine Lump. Frank Gore, heißt der Frank? Frank? Ich glaube, der ist Frank Gore. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall Gore. Läuft da für einige Jahre und das ist das dritte und drei, was wir jetzt spielen. Gerade aus hier. Ich komme nicht rum, ich komme zweimal nicht rum, ich komme dreimal nicht rum und und so mit können wir das First Down nicht verhindern. Die Chance war da. Lange nach einem Receiver gesucht und fand den dann in Gore, also in seinem Running Back und ärgerlich, ärgerlich. Da wollte er diesmal nicht automatisch mit X gedrückt zu seinem Gegner springen, sondern läuft lieber vorbei. Vielleicht war es aber schon zu spät. Vielleicht war der Running Back schon einmal vorbei. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur Run Blocking. Boah! Das kann doch nicht sein Ernst sein hier. Das sah ja aber nicht so regulär aus hier, was mit mir veranstaltet wurde. Eigentlich waren wir nämlich schon durch. Da, guck mal. Nein. Leute, da bin ich vorbei und dann das kann so nicht regulär gewesen sein. So, komm jetzt hier. Das Laufspiel kickt uns gerade, aber so richtig. Ja, gegen vier Mann. Alles klar.
Also irgendwo muss dann ja was anderes möglich sein. Es sieht alles sehr komisch aus gerade. Na gut. Den gönnen wir ihn dann doch noch nicht. 3 und 1. Nein! Was ist denn hier los mit der automatischen Tackle-Taste? Ist ja Wahnsinn. Touchdown 49ers! Und ja, wir müssen jetzt einfach hoffen, dass unsere Offense mal anfängt, auch mal Yards in die richtige Richtung zu machen. Denn bis jetzt stehen, glaube ich, minus 3 Yards auf der Uhr. Und das ist nicht so viel. Da haben wir doch schon mal 20 Yards. Von Morris ist so schon mal ganz gut. Ne, gar nicht, war 2 Yards. Oh Gott, jetzt lese ich hier die falschen Zahlen. Und dann nochmal 4 Yards, jawohl. Uhuhu, aber Griffin! 75 Yards Touchdown Pass auf Morris. Na guck, ist ja nicht alles schlecht. Das war doch mal ein Spielzug und jetzt sehen wir auch, dass die 49ers mal ein bisschen weiter hingestanden mit einer eigenen 10-Yard-Linie. Und das tut mir gut. Aber da kommen wir nicht dran, da kommen wir nicht dran vorbei. Harte Arbeit, Leute. Harte, harte Arbeit. Junge, Junge. Aber die Jungs haben aufgepasst. Kein Yard Raumgewinn. Ah, ich treffe ihn. Leider eine Sekunde zu spät. Oh, irgendwas ist verletzt. QB wahrscheinlich nicht, ja. Der Receiver. Hat er ordentlich einen abgekriegt, als er den Ball gefangen hatte. Sieht nicht gut aus, wenn er mich fragt. Ist er das nicht? Er steht doch schon wieder. Lusche. So, wir sind mal nicht auf dem Feld. Dritte und 3. Mal gucken, ob unsere Jungs das hier ohne uns auch geregelt bekommen. Druck können sie nicht aufbauen. Viel Zeit. Viel zu viel Zeit. Und die 85 ist erheblich zu frei. Und ja, also null Druck auf den QB. Der kann, ja gut, dann halt nicht mehr. Und der Kaepernick kann dann wunderbar seinen Receiver rauspicken. Und dann hat der einen, der auch blank ist, ohne Ende. Und jetzt hat er ein Problem. Fumble! Oh, Riesengetümmel. Aber ja, kaum einer von uns da, der den Ball aufheben konnte. Und jetzt dürfen wir wieder mitspielen. Schade, das war natürlich eine richtig gute Situation, um hier im Ballbesitz zu kommen. Und das erste Viertel ist damit auch beendet. 7 zu 7. 2 und 13. Kann ich nicht mehr. Kam schnell raus und kommt noch nicht rum. Und der wirft den Ball natürlich auch sehr, sehr schnell schon. Verständlich. Bei der D-Line würde ich auch als QB gucken, dass ich den Ball schnell loswerde. 3 und 13. Ja, sehr spät aus der Hüfte gekommen. Aber uns irgendwie durchgemogelt und dann, ja, mit dem Hechtsprung kommen wir an ihn ran. Erwischen ihn soeben noch, aber ja, das reicht. Und die 75 anscheinend sehr angetan von uns. Oder wir von ihm, ich weiß es nicht. So oder so. Sie punten und ein Yard Punt Return, 13 Yard Pass, das ist gut. 5 Yards Penalty gegen die Offense, das ist schlecht. Aber Morris mit einem 21 Yard Rush. Und dann legt er nochmal 6 hinterher. Nochmal 5, das ist ein First Down. 4 Yards. 1 Yard Rush vom QB, von Griffin. 3 Yards und das wird nun ein Field Goal, ne? Ja. Aber immerhin gepunktet. Ist doch auch was. Und das bedeutet nämlich, dass wir auch die Führung jetzt gerade haben. Und wenn die Defense hält, okay. Na, da brauchen wir nicht helfen. Das hat der Riley, wo ist das wieder, Riley Junior oder? Ah, danke für die Einblendung. Ja, das müsste Riley Junior gewesen sein. Da ist die richtige, genau. Der da zur Stelle war. Sehr ordentlich, mein Freund. Oh,
Nichts zu machen. Aber das First Down schon mal zumindest verhindert. Sehr gut. Drei und sechs. Oh, eigentlich war ich schon durch. Eigentlich war ich schon durch, aber irgendwas hat mich da echt noch aufgehalten. Boah, 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 boah. Wie ärgerlich, das ist das First Down natürlich gewesen. Da kommen wir nicht hin. Ja, es bleibt definitiv spannend. Drei Minuten 20 noch in der Halbzeit spielen. Na komm, ich nicht hin. Ich hab gesehen, dass er den Ball hat. Und ich dachte, ich kriege es mit einem Sprung irgendwie hin, weil ich glaube, wären wir hinter ihm hergelaufen, dann wäre das Ding sowieso durch gewesen, weil Gore wird ja, erheblich schneller sein als wir. Aber wir bringen ja auch viel Masse mit. Da links raus. Oh, überwirft er. Überwirft den freien Running Back. Muss das gewesen sein. Auch wieder Gore, ne? Und ja, die müssen pumpen. Ist doch sehr erfreulich. 3 Yard läuft unser QB. 3 Yard der Morris. 11 Yard Pass auf Jackson. Das ist das First Down. Sehr wichtig. 2-Minute-Warning. Und dann werfen sie irgendwie anscheinend entweder einen Fumble oder eine Interception. Und das ist so mit das Ungünstigste, was sie jetzt in dem Bereich machen können, weil jetzt haben die 49ers natürlich eine ausgezeichnete Feldposition, um uns hier jetzt nochmal zumindest mindestens ein Field Goal reinzudrücken. Und wieder hat man das Gefühl, die Offense, unsere eigene Offense hat uns sabotiert. Danke. Langes Ding, aber da hat er die Hand dazwischen, der Hall. Scheint ein guter Rückraumspieler zu sein. Der ist ja jetzt bei so Dingern nicht ganz unbekannt. Rückkammer Hall gelesen. Ne, da können wir nichts machen, Leute. Ah, sehr gut aufgepasst. Ja. Da konnten wir echt wieder mal nichts ausrichten. Gekämpft ohne Ende, aber ne. Timeout werden wir wohl nicht nehmen. Da pfeifen wir drauf. Oder jetzt sowieso nicht mehr. Ah, der passt. Also, wir werden alle voraussichtlich nach 48 Sekunden noch, ne, mit einem Unentschieden in die Halbzeit gehen. Außer es passiert noch was. Der hat den Pass gedroppt. Incomplete. 4 Yard Rush. Jetzt punten die nochmal. Meine Güte, ist die Offense bescheiden. Also, unglaublich. Und jetzt haben die 49ers tatsächlich nochmal die Chance hier, irgendwie ein langes Ding oder so zu starten. Das wird natürlich eher nicht. Und lassen wir mal die Uhr runterlaufen. Bringt ja alles nichts. Und ja, die 49ers werden aber auch in der zweiten Halbzeit den ersten Angriff haben. Werden wir mal sehen. Macht er noch was? Ja, er macht noch was. Das ist natürlich mutig. Ein langes Ding. Intercepted. Und wenn wir jetzt Glück haben, nein. Wäre natürlich, ja, auf der Seite wäre viel Platz voll. Siehst du? Schon wieder voll. Auf der Seite wäre viel Platz gewesen, um die Interception vielleicht sogar noch gefährlich in die Endzone zu bringen. Weil die Zeit wäre abgelaufen, gar keine Frage. Aber ich mag das. Wenn man wirklich so die letzten Sekunden nimmt, dann haben wir schon des Öfteren gesehen, dass dann auf einmal gekniet wurde. Ja, aber manchmal kann man nochmal einfach mal ein langes Ding nochmal wagen. Geht natürlich ein bisschen Risiko jetzt, so wie hier, schon ein. Aber ganz ehrlich, bei so einem langen Teil und Interception, da muss sich eigentlich irgendjemand dann auch wieder positionieren, um den, der die Interception abgefangen hat, dann auch so zu tackeln. Ne? Also, 10-10. Und wir sind gefragt, Defense ist gefragt, Riddick ist gefragt. Denn auch die Offense sollten uns jetzt nicht verlassen. Boah, wir fallen hin. Wie schön ist das denn?
Riddick kommt mir gerade so ein bisschen kraftlos vor. Colin Kaepernick. Ja, den haben wir erwischt. Also das war durchaus ein bisschen Glück dabei. Auf dem letzten Drücker. Aber das ist natürlich von hinten den QB in den Rücken rein zu hämmern. Das resultiert des Öfteren wirklich in einen Fumble, weil der Überraschungsmoment ist natürlich enorm. Ne? First down, 49ers. Gore. Muss man nicht übertreiben, Gore, ne? Man sollte die Defense der Redskins definitiv nicht noch provozieren. Denn sonst gibt es irgendwann mal Kopfschmerzen und der Gore jammert. Ja, wir springen, weil wir wissen, dass wir nicht durchkommen. Ah, das sind 5 Yards. 4, 5 Yards haben wir dadurch gewonnen. 5, ja. 2 und 5. Jo, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich hatte damit ein Laufspiel eigentlich gerechnet, aber es passt. 3 und 11. Das könnte doch jetzt echt was werden hier. Ja? Es sieht vielversprechend aus. Ach nein, Leute. Hört doch auf. First down. Und da stehen irgendwie 2 oder 3 Leute direkt beim Receiver. Also das war gut, aber warum dann keiner irgendwie rechtzeitig stoppen konnte. Oder den Ball runterholen konnte. Ich weiß es nicht. Da hat er sich aber verarschen müssen, oder? Der ist automatisch Richtung Running Back gelaufen. Vielleicht ist das dieser Skill, dieses Game Recognizing oder so. Dass er da den Spielzug relativ früh erkennt. Den haben wir nämlich gar nicht gelevelt. Ja, da müssten wir uns mit 2 Blockern versuchen aufzuhalten und der Kollege kann das nutzen und Gomez, okay, den kenne ich gar nicht. Aber 3 und 2. Oh, echt? Den haben wir aber. Oh, nice Spin! Oh, 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 da lässt er unseren Verteidiger aber so richtig schlecht aussehen. Oh, ich war mir ziemlich sicher. Oh. Die 98 hätte ihn eigentlich haben sollen. Und dann macht er da so einen hübschen Spin-Move und ja, holt das First Down. Und das tut weh. Ne, da können wir nichts machen. Wir hängen immer noch hier an den Leuten. Ach, da drüben kann er dann nochmal so 20 Yards machen. Okay. Das läuft ja hier wunderbar. Die Defense passt sich unsere Offense an. Scheiße Modus on. Hallo? Ach Leute, 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 Leute. Während wir stets von einem Blocker in den anderen rennen, machen unsere gar nichts. Unsere Mitspieler. Ja. Hauen um. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. First and goal, Ladies. First and goal. Alles gut. Läuft Bombe. Immerhin. Immerhin einer, der das mal aufgepasst hat. Den Jenkins. Aber ihr seht, Second and goal an der 13-Yard-Linie. Er sieht uns kommen und wechselt die Richtung. Der 24 hat anscheinend keinen Bock gehabt, ihn zu tackeln. Das sah wieder sehr komisch aus. Und ja, zum Glück sind wir da hingelaufen. Da, der 24er sprintet erstmal elegant an allen vorbei. Sehr stark. Dritte und Goal an der eigenen 5-Yard-Linie. Touchdown. Boah, Leute, da kann der spaziert ja durch die Endzone und ist da blank wie ein Kinderhintern. Guck mal, wie der da steht.
dem Vernon Davis. Er steht und kann fangen und selbst nach dem Catch null Kontakt, nicht mal ansatzweise Kontakt. Also so wird das eine ziemlich lange Saison. Beziehungsweise, ja, eine ziemlich langweilige Saison und mit schnellem Abschluss. Was passiert denn jetzt hier? Haben den Ball schon wieder abgegeben oder was ist jetzt los hier? Boah, guck mal mit dem Block. Nix hier. Unglaublich. Falcons, Patriots, Saints, Cowboys. Das ist auf jeden Fall mal ein anderer Spielplan als letzte Saison. Saints hatten wir noch nicht. Patriots hatten wir, glaube ich, noch nicht. Oh, das klappt auch gerade nicht ganz so cool. Also wir können uns ja jetzt auch nicht großartig beschweren, denn eigentlich spielen wir auch noch Müll. Und das ist ein Screen und das ist, glaube ich, der fünfte Screen in diesem Spiel, der wirklich funktioniert. Hallo, Defensivkoordinator. Ne, Defensive Coach sogar, ne? Ach egal, gibt wahrscheinlich beides. Aber irgendwann muss auch mal hier... Ja, alles klar. Oh Gott. Irgendwann muss hier mal definitiv was passieren, Leute. Denn so ist es gerade eine Witzveranstaltung und eine Beleidigung gegenüber unseren Fans. Ja. 5 Yards da hier. Komm, halt den Mund. Mach hinne. War mein Fehler. Und gut ist. Zwei Blocker gegen uns. Und der Run geht natürlich wieder mal auf der Seite, wo wir nichts mit zu tun haben. Aber die Jungs haben halbwegs aufgepasst. So, 2 und... Ach komm, das sind auch schon wieder 6 Yards. Ich streich das halbwegs aufgepasst. Ja doch, halbwegs ist das Zauberwort dann. Ja, ob der uns so da durch die Gegend finden kann. Ich weiß nicht, warum wir da nichts gegen ausrichten können. Warum er uns so weit nach außen drängen kann. Jo, auf der Seite haben wir nichts zu suchen. Aber die Jungs sind endlich mal da und wir können halbwegs einen Drive wieder mal stoppen. Es wird gepunted. Und dann 20 Yards Pass von Griffin und nochmal ein 7 Yard Pass. Dann ein Incomplete Pass. 2 Yard und das... Boah, ich spiele das 4. aus. Leck mich Popo. Junge, Junge. Incomplete. 10 Yards. 14 Yards Touchdown. Boah, Leute, Ausgleich. Die Defense heute schlechter als die Offense. Und das heißt schon einiges. Dieser 2 Blocker. Müssen ja noch mit Mühe und Not den Polster vermeiden. Aber wieder 2 Blocker. Ich habe echt keine Schnitte. Und na gut, macht ja auch nichts, weil die Läufe gehen sowieso in der Regel an uns vorbei. Nämlich in die komplett andere Richtung. 2-Minute-Warning. Also, wir müssen sie hier stoppen. Wir sind im 4. nur noch 2 Minuten auf der Uhr. Wir müssen sie stoppen. Zum Beispiel so. Zum Beispiel so. Das ist schon mal ein richtig guter Anfang. Spiket er den Ball? Wird er noch den Boden werfen, um die Uhr anzuhalten oder läuft er? Nee. Spiken wir ja dann. Oh nein! Aber der Kollege ist dran. Boah. Sehr stark. Und vielleicht, ich meine, Coach möchte ich ja nicht hier beeinflussen, aber sollte man da nicht irgendwie eine Timeout nehmen? Ach, ich sag mal nichts. Unsere Offense baut dann auf einmal nur noch Scheiße. Ist es zu glauben, in der Endphase. Oh Mann. Hallo? Stoppen. Irgendjemand? Super. Das ist natürlich ein langer Weg und... Eigentlich kann es hier nur über 85 nicht drauf? Okay, dann machen wir es so. Gut, wir verpassen ihn wenigstens noch ein. Nehmen wir noch die Timeout jetzt oder lassen es gut sein? Ja gut.
Also bitte. Von daher kicken, sage ich euch sofort, wird er knicken können. Kicken, knicken. Lauchspiel, okay. Anscheinend wollen sie auch gar nicht. Wir nehmen aber jetzt eine Timeout. Jetzt habe ich die Schnauze voll. So, Punt. Das ist der Return. 0 Yards Pass. Super. Und es geht in die Overtime. Hatten wir auch noch nie. Unsere erste Overtime. Und wir dürfen leider Gottes zuerst mit der Defense ran. Wobei, vielleicht ist es auch gar nicht mal so schlecht. Timeout? Warum? Was ist da los? Was hat der Coach gesehen? Haben wir die Timeout genommen? Warum? Sehr ungewöhnlich. Kann ich jetzt nicht sagen, warum er das getan hat. Ich kann euch nur sagen, dass das hier der 50. Screen-Spielzug in diesem Spiel ist. Der wieder mal funktioniert. 6 Yards, Home Run. Das mit dem ersten Versuch. Nimmt man definitiv. Er haut uns die Beine weg und dann kommt der Pass scharf in die Mitte auf Davis und der springt und catcht, kann in Ruhe landen, sich noch halbwegs umdrehen und erst dann findet der Kontakt statt. Das ist zu wenig. Ja, dann gehen wir da auch nochmal drauf, wenn es die Leute davor ja nicht hinbekommen, ihn rechtzeitig zu stoppen, dann helfen wir mal mit. 2 und Inches. Bombenstart, Leute. Bombenstart. Da kann man nicht meckern. Ne? Da kann ich nichts machen. So, er zieht mich immer noch. Wahnsinn. Das ist doch kein Drücken. Er zieht mich da immer in irgendwelche Richtungen, wo ich nichts zu tun haben will mit. Unglaublich. First and 10. Ja, da drehen wir uns falsch. Jetzt noch 4x X drücken. Unglaublich. Irgendwas klappt hier ganz gewaltig gerade nicht. Und ja. Ich habe keine Ahnung was, ganz ehrlich. Ich drücke und er macht komischerweise, schlägt der Richtung ein, wo ich nicht hin will. Das ist so frustrierend. Wenn wir nicht hier gleich mal irgendwie mal einen Drive gestoppt bekommen, dann war es das sowieso. Ich weiß es auch gar nicht. Reicht nicht sogar ein Field Goal oder? Nix. Nix zu machen, Leute. Oh, eine Interception wäre natürlich mal schön gewesen. Aber guckt lieber, dass wie der Ball da an euch vorbeifliegt. Ist auch okay. Kommen wir nicht rum. Nichts mehr. Ne. Zeigen. Nichts mehr irgendwie, was ich machen könnte. So, Field Goal Block. Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist die Regelung, wenn sie jetzt mit dem Field Goal treffen, was sie tun werden, denn sie haben einen der besten Kicker. Ich weiß nicht, ob jetzt schon Ende ist oder ob wir nochmal offensiv was ja entgegensetzen können. Wenn wir offensiv aber scheitern, dann müsste Ende sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht ist auch jetzt schon Ende. Nein, wir dürfen. Also. Pass fallen gelassen. 3 Yard, 4 Yard und Ende! Super! Also, die Offense hat sich der Leistung der Defense wunderbar angepasst. Und wir freuen uns hier wirklich wie Bolle. 2017. Aber immerhin war es halbwegs spannend. Nur davon kaufen wir uns dann am Ende auch keine Packung Knäckebrot. Das war ein Spiel, ich sag's ganz ehrlich, was extrem ungewöhnlich und komisch war. Irgendwie von der Steuerung her, dass er angefangen von den, wenn wir am Gegner vorbei waren und jemand lief in unsere Richtung, dass er da nicht automatisch dann justiert hat, bis hin zu, dass ich da jedes Mal gezogen wurde in Richtung, wo ich noch nie war. Also das habe ich in den ganzen Spielen, die wir vorher gemacht haben, absolut nicht so gehabt. Keine Ahnung, vielleicht passt er ja den Schwierigkeitsgrad irgendwie
der Leistung an oder so. Das wäre das Einzige, wo ich noch sagen würde, würde Sinn ergeben. Gut, aber es ist keine Schande, gegen die 49ers zu verlieren. Nur, ja, wir müssen uns natürlich selber den Vorwurf machen, dass wir beschissen gespielt haben. Und ja, insgesamt war die Defense nicht so auf Zack. Da haben wir schon ganz andere Spiele von uns gesehen. Aber einigen wir uns darauf, Saisonspiel verlieren wir gegen die gegen die 49ers und in den Playoffs hauen wir sie wieder raus. Ist doch auch ein guter Deal, oder? Wenn es so laufen würde. So, dann haben wir 2000 XP. Ich werde jetzt hier nicht in dieses Game Recognizing Dingsbums reinschieben, sondern. Ach nee, das ist zu wenig, ne? Wir waren bei Tackle, ne? Doch, das passt. Nee. 19 Punkte fehlen. Dann sparen wir. Wir sparen einfach mal und gucken, was die nächste Woche uns so bringt. Da spielen wir in Atlanta bei den Falcons. Und ja, da werden die Karten neu gemischt. Und dann schauen wir mal, ob ich jetzt hier bescheuert war oder ob irgendwas mit der Steuerung schief ist. Oder ich tippe ja auf bescheuert. Aber egal. Leute, danke fürs Zusehen und bis demnächst. Tschüss.